Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zur zweiten Staffel von Pillars of Eternity. Jo, in der letzten Aufnahmesession sind wir ja im zweiten Stock des I'll see what Iotas-Tempels I can von find. Goldtal angekommen. Strange looking back. All the time I spent here growing up. Never seeing what was coming. Und ich hoffe, dass wir den Tempel schnell abschließen können und dann weiter zu Redrix Festung ziehen können, dass wir das heute auch noch machen können, bevor wir uns dann auf den Weg nach Khet Nuam machen. Weil, wie gesagt, ich will nicht zu lange trödeln, indem ich wieder hin und her probiere und so weiter und zu viel Zeit verschwende. Also die Staffel jetzt ein bisschen kürzer halten als die erste, weil ich ja nicht mehr blind spiele. Ich möchte aber trotzdem so viel wie möglich wieder mitnehmen und richtiger machen. Also, gucken wir mal. Edda hat gerade noch was zu sagen gehabt. Zurückblicken fühlt sich komisch an. All die Zeit, die ich in meiner Jugend hier verbrachte, ohne das Kommende zu sehen. Ja, Edda war ja ein Eotas-Anhänger. Bis zum Krieg. Hi Schatten, so. Und nach dem Krieg, während dem Krieg hat er ja gegen Whitewind gekämpft. Also hat er auf der Seite des Dürrwaldes gegen Whitewind und die Witzeraner oder die Leute von Witzeris gekämpft. Deswegen hat man es ihm erstmal nachgesehen, dass er ein Eotas-Anhänger war. Hi, Jungs. Aber mittlerweile hat sich das ja geändert. Hallo? Hallo? So, Erwin, da nehmen wir mal das Fallen entschärfen. Ja, Ring des schwachen Schutzes. Ein paar kleine Fluggeschosse und Yapis. Oh, wir haben hier schon Flammenfächer. Okay, dann kommt der da rein. Und der da rein. Und ich finde das immer noch ein bisschen unsinnig, hier die Waffenslots und die Ausrüstungsslots zu sperren. Weil das nimmt eigentlich nicht. Wer macht sich wirklich die Mühe, beim Stufenaufstieg die Dinger freizuschalten? Vier Slots sind meistens mehr als ausreichend und ja, sechs Slots wäre nice to have, mehr oder weniger. Nice to have, aber nicht unbedingt notwendig. So, wenn du den Ring anlegst, ändert sich bei dir gar nichts, weil du hast den Schutzumhang. Bei Edda würden sich nur die zwei Sachen ändern, weil Volvados Amulett bereits Reflexe steigert und die Heilwirkung. Durenz hat so einen Schutzumhang. Kanna hat gar nichts. Also Kanna würde das auf jeden Fall am meisten bringen. Und Alof hat so einen Ring schon, ja. Diese Ringe sind halt nicht kumulativ. Das Einzige, was kumulativ ist, sind Waffensachen. Also die hier unten getragen werden. Und ich glaube Rüstungssachen. Ich glaube Rüst, also das, was auf der Brust liegt. Kann ich ja gerade mal gucken. Haben wir aber gerade nichts. Auf jeden Fall Waffen zählen dazu. Aber bei der Rüstung bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also alles andere wird immer das Höchste genommen. Ich kann sogar die. Kann ich auch die ihre Farben wieder? Ja, kann ich, aber das lasse ich mal bleiben. Du wirst kann ruhig in seiner verkohlten Rüstung rumlaufen. Das ändert nicht mal wirklich was. Das würde was ändern. So wäre sie rot, weiß, sch ganz schwarz. Aber
Bleiben wir mal bei dem Blau. Und bei den anderen auch sowieso. Gut. Das Ding habe ich geplündert. Dann öffnen wir mal hier. Guter Panzerbrecher. Ja, ich war mal überlegen, ob ich Aerie auf Panzerbrecher hätte stellen sollen, aber... Wir haben ja bereits eine Nahkämpferin nachher, also eine, die mit zwei Handwaffen kämpft, nämlich Palegina oder Palegina, oder wie man sie auch immer aussprechen möchte. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Und bis wir sie in der Gruppe haben, kann ich mir ja noch überlegen, ob ich sie auf normale Zweihänder oder auf Panzerbrecher skille. Jawohl, komm her. Die Jugendschatten sind nicht ganz so schlimm wie normale Schatten, aber bis jetzt gibt es ja zum Glück keine. Ich meine, gegen die muss Edda fast nichts einstecken. Gespenster sind nachher schlimmer. Ja, Falle entschärft. Ich glaube, ich packe die Fallen erst nachträglich alle weg. Kupferstücke und guter Gambosson. Umhang des eines iotanischen Priesters. Genau, das ruft einen Geist auf den Plan. Die sind halt, wie gesagt, etwas garstiger, weil sie betäuben können. Und solange man betäubt ist, scheint eine bestimmte Sachen gesenkt zu sein. Also das erhöht Wille. Und Edda könnte Wille vertragen eigentlich, aber der trägt da bereits was. Wenn ich das jetzt Alof gebe, kriegt er nur 4 Punkte. Jetzt auch Kada geben können, aber Alof. Ja, ist gut, so wie es ist. Ja. I'm here. Später finden wir sicherlich noch größere, also bessere Umhänge. Keep an eye. Und Ringe und können das dann eintauschen. Ich muss mir halt in Zukunft Notizen machen, welcher Händler Zeug hat, was wir gerne hätten. Oh. Der portet sich in unsere Mitte. Genau. Da ist noch ein patrouillierender Schatten. Ja, solange Edda oder Aerie zuerst entdeckt, ist es alles okay, weil da portet er sich zu ihnen und greift sie mit seinem hinterhältigen Angriff an. I'm here. Hier müsste wieder ein Gespenst drin sein. So, wir machen mit Alof mal ein bisschen Stunk. Ja, wie gesagt, die Gespenster sind ein bisschen härter, wie man sehen kann. I'm here. And what does the flame reveal? So. Da ist ein Secret. Aber erstmal hier gucken, was hier steht.
Vergebung liegt nicht in unserer Natur. Jene, die nach Erlösung streben, haben einen langen und... haben einen langen und verschlungenen Weg vor sich. Einen Weg, der uns bis ganz nach unten in die tiefsten Gefilde unserer Seelen führt und uns auffordert, über die zerbrochenen Aspekte unseres Selbst nachzudenken. I'm here. Jo. Jede Menge Edelsteine und ein bisschen Kupfer, das ist auch immer praktisch. Yes. Weil Edelsteine brauchen wir halt später, um Waffen zu verbessern, wenn wir mal Level 4 erreicht haben, was wir schon längst sind. Wir haben aber immer noch keinen gescheiten Speer. Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Lassen wir da mal noch zu. Hier ist Wasser im Weg. Mhm. Und das könnten wir höchstens knacken mit Dietrichen. Oder wir finden den Schlüssel dafür. Hey. Ja, hier sind junge Schatten, jede Menge. Viel zu viele junge Schatten. Oh. Wer hat dich rausgelassen? Jetzt sind wir nämlich wieder an der Stelle, wo sie einfach mal auf Alof losgehen. Das finde ich immer so wenig schön. So, wir haben ja übrigens den Rastbonus, der uns Mechanik gibt. So, ein Silberpfennig. Diese große Silbermünze wird im Reich Edeo und in vielen seiner Kolonialgebiete für große Transaktionen benutzt. Jupp. Eine zerknitterte Notiz. Dieser Brief ist größtenteils intakt, obwohl das Pergament selbst zerknittert wurde. Gester, ich weiß, dass die Bäder im Tempel großartige Heilungskräfte haben und dass dir dein Rücken noch immer Schmerzen bereitet. Solltest du aber weiterhin den größten Teil des Tages verwöhnen lassen, so möchte ich dich doch bitten, deinen Schlüssel zum Allerheiligsten jemand anderem zur Aufbewahrung zu geben. Wir waren jetzt nicht zum ersten Mal dazu gezwungen, auf die Durchführung der täglichen Riten zu warten. Und Rektrix Obrika ist oft so weit unten, um unser Klopfen zu hören. Mhm. Iotasische Gebete, das ist einfach nur ein Buch. Ein Duplikat des Zauberers Trank. Was macht die skentische Bibel hier? Sken ist nämlich nicht gerade ein toller Gott. Brenne, spüre deinen Hass, wie er sich in dir windet. Stärke dich an seiner Galle, labe dich an seinem Zorn. Hm? Stärke dich an seiner Galle, labe dich an deinem Zorn. Dieser Hass, diese Galle, dieser Zorn. Dies sind die Werkzeuge deiner Rebellion. Lasse dein Herz schäumen. Offene Konfrontation bietet keine Befriedigung. Verstecke deinen Hass, lass ihn wachsen, lasse ihn schwären. Schmiede deine Pläne im Geheimen. Der stille Sklave bleibt in den Schatten. Sein Anliegen strebt nicht nach dem Licht. Er wirkt im Dunkeln, er bewegt sich im Dunkeln. Rebelliere gegen jene, die dich kontrollieren versuchen. Rebelliere gegen jene, die dich entfernen möchten. Also ja, Skin ist recht aggressiv, böse. I'm here.
Hey. Achso, wir bei Edda vorgehen. Hier müssten nämlich auch Geister rumschwirren. Also Schatten. I'm here. So. Lebt aus die Last, ihr Lieben.